Hallo, liebe Zuschauer, Star Wars Galaxies ist angesagt mit dem Star Wars Galaxies Emu. Das ist ein Plugin, der das alte Star Wars Galaxies wieder aufleben lässt. Ich habe es damals eine Zeit lang gespielt, nie wirklich richtig lange, aber es hat heutzutage noch Hunderte, Tausende, wenn nicht sogar Abermilliarden von Fans, die das Spiel gerne spielen. Und ja, durch eine ausgewachsene Fangemeinde, die auch die Server anbieten, die auch dieses SWG, also SWG Emu, diesen Emulator praktisch anbieten, dieses Plugin, ist es halt wieder möglich, online zu spielen. Es war unter Fans immer so, ja, Star Wars Galaxies war immer der allergrößte Sandkasten oder das größte Sandkastenspiel überhaupt, was es gab. Und dann noch in der Star Wars Welt, ja, mein Gott, besser kann es ja gar nicht sein. An Empire divided. It is the height of the galactic civil war. Although the Rebel Alliance has destroyed the dreaded Death Star, the Emperor still holds thousands of systems in his grip. Throughout the galaxy, brave adventurers struggle to restore peace, while smugglers, bounty hunters and crime lords prosper amid the chaos. Meanwhile, in the outer rim of the galaxy, one of Darth Vader's Imperial Star Destroyers has captured a passenger freighter on suspicion of harboring criminals. Klassische Beginn eines Star Wars Films, eines Star Wars Spiels. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Hier eine kleine Sequenz und danach bin ich mal gespannt, ob ich mich einloggen kann. Klappte vorher nicht und dann klappte es. Und habe ich mir gedacht, bevor du jetzt loslegst, bevor du jetzt irgendwie einen Charakter erstellst, nimm die Zuschauer mit, schaut euch das an. Star Wars Galaxies ist wieder da. Also auch für mich. Ist jetzt nicht so, dass es jetzt gerade erst rauskam, dieses SWG Emu. Gibt es jetzt schon länger. Ich glaube, seit 2015. Sowas um den Dreh auf jeden Fall. Gibt es einen Sternzerstörer? Oh, Star Destroyer. Ich frage mich, wo dieser zivile Frachter ist. Das wird er ja wohl nie sein. Das ist eine Sternenbasis. Ich glaube, man konnte in dem Spiel sogar Jedi werden. Nur war das wohl irgendwie sauschwer. Da musste man 20 Jahre spielen, dass man genug XP hatte oder so. Ich weiß nicht mehr. Also es ging damals. Aber man kann auch so noch tausende von Berufen hier erlernen. Na, 10 oder so. Aber eine ganze Menge. So, jetzt Achtung. Vorführeffekt. Hat geklappt. Recommended. TC Nova ist recommended. Dann nehmen wir den noch auf, oder? Population Light, Online, Distance 9. Was auch immer das heißt. Select the galaxy where you would like to make a new character. Dann bleiben wir da. Ich würde sagen, wir bleiben auch bei der menschlichen Rasse. Damit fremde ich noch am wenigsten. Aber man kann als Rodianer könnte man spielen. Mon Calamari. It's a trap. Botan. Oder hier als Wookie. So in etwa zumindest. Twi'lek. Auch hier die mit den beiden, ja, Schwänzen, kann man so sagen. Nicht wirklich. Trandoshan. Weiß ich jetzt gar nicht, wie die in Deutsch heißen. Zabrak. Zorian. Ach, die lustigen. Und die Solostan. Aber ich würde sagen, wir bleiben bei den Menschen, bei dem Human. Können wir auch als Frau spielen. Guck mal an. Bleiben wir aber beim Mann. Der hat auch verschiedenste Werte. Health 100, Strength 100. Also beim Menschen ist alles auf 100. Das ist interessant. Human Species Features. Leadership plus 10. Und Artisan Experimentation plus 15. Artisan ist ja dann irgendwie landwirtschaftlich geprägt, würde ich sagen. Ne? Ja, klicken wir mal auf Next. Kann man das randomisieren? Randomize all. Das ist vom Gesicht her schon gar nicht so schlecht. Ich bin aber, mein lieber Herr Gesangsverein, ein wenig muskulöser. Ein wenig größer vielleicht. Ich wiege weniger. Ja, doch keine Plauze wieder hier. Ist ja gar nicht. Und bin noch ein wenig mehr von meinen Schultern her in der Breite. Ja, das geht schon eher. Skincolor, das passt. Das heißt, wir brauchen das Gesicht hier gar nicht erst großartig einstellen. So ein Bart würde ich nie mit rumlaufen. Was ist das denn? Unter Freckles? Ah, okay. So ein bisschen Schattierung im Gesicht. Face. Nee.
Kann ich hier irgendwo... Zu Haare wahrscheinlich, ne? Facial Hair wegmachen. So, komm, hier. Oh, das kommt mir gar nicht erst in die Tüte. Von der Frisur her passt das aber. Von der Frisur her passt das. Okay. Ja gut, schwarze Haare und braune Augenbrauen. Naja. Oh, das können wir auch noch eben ändern. Hilfe! Bleib hier! Augenbrauen. Geht das unser Facial Hair? Ah, können wir noch dunkler machen oder rot. Passt schon so. Okay, Profession Selection. Da geht's doch los. Artisan. The Artisan is a starting point for aspiring merchants and crafters, also Händler und Crafter. A novice Artisan can study engineering, domestic arts, business and resource surveying. Okay. Novice Artisan und Attributes. Schauen wir uns mal den Brawler an. Was macht denn wohl ein Brawler? Wahrscheinlich sich prügeln. A Brawler is a skilled hand-to-hand combatant that can specialize in unarmed combat or the use of pole arms, one-handed swords and two-handed swords. Ja, nicht schlecht, vor allem... Na ja, gut, wir werden sowieso nicht schaffen, Jedi zu werden. Das ist doch Quatsch. Entertainer. Ja, natürlich. Ja, hör richtig mal nicht so auf. Hier, ein Entertainer. Entertainer is a valuable component of the Star Wars Galaxy social landscape. Entertainers interact with virtually all other players by providing necessary healing services and using skills to change the appearance of other characters. Gesundheit, wer auch immer da gerade gehustet hat. Marksman. A marksman relies on the use of ranged weapons in combat. He can become a specialist with rifles, pistols and carabines. Or eventually evolve into a bounty hunter, commando smuggler or combat medic. If you want to run along blasting enemies, the marksman might be for you. Medic is a critical component of any squad and is vital to a group engaged in combat. Also ist der Musiker dann, also der Entertainer, so ein bisschen die Mischung aus Mediziner und was noch? Entertainer habe ich kein Interesse dran. Scout. A scout is proficient at exploring and surveying in dangerous environments. A scout has a wide variety of skills and can evolve in dramatic ways. A scout can become a ranger, squad leader or creature handler. But she can also become a bioengineer. If you're interested in exploring, the scout is a good choice for your starting profession. Ich denke, das hört sich ganz gut an, oder? Scout? Schauen wir uns nochmal die Skills an. Novice Scout. Basic Scout Training involves learning the fundamentals of exploration, trapping, hunting and wilderness survival. Attributes. Kann man irgendwas zupacken? Nee, eher nicht. Okay, dann lass uns beim Scout bleiben. Kann sicherlich noch die Ausrichtung ändern. Hoffe ich doch mal. Jetzt habe ich mir natürlich keinen schönen Namen überlegt, wie er im Star Wars Galaxie im Universum verwendet wird. Emil Standirpo. Hört sich eher ein Italiener, oder? Wir kommen aus dem südlichen Teil des Universums. Emil Standirpo. Emil Standirpo. Emil Standirpo. Ja, doch. Character Biography? No. Na, da schreibe ich jetzt mal nichts rein. Show New Player Tutorial? Auf jeden Fall. Your character name is not suitable for this space. Yes. All names must be at least 3 characters long. Okay, loading objects. Ah, da sind wir. Wow. Welcome to Star Wars Galaxies. Part 1 of 9, Movement and Chat. Use the arrow keys to move, or hold down the right mouse button to move forward. You can look around by moving your mouse. Nicht wirklich. Using the mouse wheel, scroll forward to zoom into your character. Notice that if you zoom in all the way, you'll be in first-person mode. Scroll backwards to zoom out of your character and into third-person mode. You can also zoom your camera in and out by pressing the keypad plus and minus keys. Try zooming between first and third person. Ah, ich verstehe. Aber wie drehe ich mich denn dann um? Hallo? Warum kann ich WASD nicht benutzen? This is your chat window.
Type here to speak to your fellow players. Go ahead and try it. Just type what you want to say and then press enter. This is your holocron. You can access it by pressing Control H. Whenever you need information about something in Star Wars Galaxies, press Control H to find it in your holocron. To close this screen, press Control H again. Klappt. Excellent. Come through the door and down the hallway there. Ne, wir sind bestimmt hier an den beiden Sturmtrupplern vorbei, oder? So, guten Tag, kann ich mit denen reden? Target Stormtrooper. Come on, don't keep me waiting all day. Ja, ist ja gut. Ah, jetzt kann ich auch die Kamera. Warum habe ich denn jetzt so ein? Ach, ist ja auch egal. Dann steuere ich doch mit den Pfeiltasten. Und laufe jetzt mal den Gang runter, damit sie mich nicht weiter anmeckert. Hallo. Move forward and click and hold your mouse on the Imperial officer until the radial menu appears. Do you see the option to converse? While holding your mouse button, move to the converse option and let go of the mouse button to select it. Now you're in a conversation. You can choose one of the responses to the right with your mouse. It's more like it. Well, I am your supply disbursement officer. I don't see why I should waste good supplies on refugees like you. Oh, interessant. Ich weiß auch, was du willst. What happened? What happened? Machen wir gleich nochmal. Now you're in a conversation. You can choose one of the responses to the right with your mouse. Ja, aber wenn ich auf What happened klicke, passiert nichts. Geht nur Stop Conservation. Now you're in a conversation. You can choose one of the responses to the right with your mouse. Now you're in a conversation. You can choose one of the responses to the right with your mouse. Klappt super. Remember, you don't speak to other players this way. Just type to talk to other players. When you are finished conversing with the Imperial officer, select the Stop Conversing option. Ah, gut, dass es gerade ging. You people, you're all the same. Look, you were on the ship of dubious credentials. The Star Destroyer held you, and you didn't stop fast enough. So they boarded and brought the survivors over here. Ja. Geh mir nicht auf den Keks. Kann ich hier ran? Ja, kann ich mir das angucken? Open. You don't have the permission to open this container. Oh, wie schade. Oh, guck mal, da unten ist ein Planet. Ach ja, wir sind hier auf dieser Station. Fehavata, a Komona, und das ist Zosra Miyagipe. Kann mit euch reden? Oh, leave me alone. I've lost everything. The Empire has ruined us. We had our life savings on that transport. Ja, das ist tragisch. Auf Wiedersehen. Converse with the Imperial officer. Schon wieder. Die sind aber alle so unfreundlich. Well, it seems your ship wasn't carrying contraband after all. Aha. Pity we didn't discover that sooner. What did you do to my ship? Well, we suspected you were smuggling, so we boarded the transport. You were traveling aboard, of course. Don't worry, we have cleared you of all charges. Can I get back on board to the transport now? I'm afraid not. It seems your ship was badly damaged and most of our possessions, of your possessions were destroyed. Danke schön. Vermutlich habt ihr unser Schiff zusammengeschossen. Aber ist ja klar, kein Problem. What am I supposed to do now? Don't worry, we've taken care of everything. We've given you more than enough credits to reimburse you for your loss. You can deposit them at this banking terminal. What about supplies and equipment? Ah, when you get to a planet, look for commodities, market and buy anything you might possibly need. Okay, Bazaar Terminal und hier ist der Banking Terminal. Use bank. Banks let you deposit and withdraw cash on hand. You can also use the bank to store items. You can only retrieve your items from the bank in which you stored the item. You can only store items in the bank you've joined. Although you can change banks at any time, you can only be a member of one bank at a time. You can spend credits from your bank account at most terminals. Die haben jetzt tatsächlich mehr. When you find hard credits,
cash on hand, be sure to deposit them in your bank as soon as possible to avoid losing them. Ja, mehrere Banken im Spiel? Join bank. Wem denn? You have joined the bank. Okay, und dann Safety Deposit, oder? Was wollte er doch? Oder auch nicht. Please make the amount of... No. Crash 100, Bank 1000. Ah, wir haben 1100 und wir können 1000 darüber oder sogar alles. Whatever. Machen wir das mal. Oder 1000 zur Bank. Okay, das war ja schon mal ganz nett. Was mit euch hier? Können wir mit euch reden? Okay, die kann man sich auf jeden Fall schon mal angucken. Kann ich euch das Zeug klauen, was hier rumsteht? Auch nicht. Okay, gucken wir uns nochmal da hinten um. Move down the ramp towards the cloning and insurance terminals. Cloning and insurance. Oh, eine C3-Einheit. Well, hello. Please allow me to answer any questions you might have. About cloning. Erzähl mal was von cloning. If something should happen to you, your clone will take over with all the skills you had at the time you died. Though you always have the option to respawn at the nearest cloning facility, unless you have cloned there, you will emerge with many, many wounds. How often should I clone? You should clone yourself whenever you want the option to emerge from the particular location. Otherwise, you will appear at the closest cloning facility from where you died, with many wounds. Oh, super, da muss man sich noch heilen, das ist ja klasse. Tolle Cloning-Einrichtung. You will also need to set a new cloning location when you travel. Ja. Do I need to clone again every time I die? No, only when you want to have the option of appearing at a particular location without a lot of wounds, regardless, you know what I mean? Ja, danke. Und tschüss. Use the cloning terminal. You can do this through the radial menu, or you can just double-click. The cursor changes. Insurance terminal. Your clone data has been saved. Use the insurance terminal. Ja, klar, noch eine Versicherung abschließen. Also, das Imperium ist ja überhaupt nicht kapitalistisch veranlagt. Ne? Kaum bin ich hier an Bord, schon muss ich Mitglied einer Bank werden, musste dort mein Geld einzahlen und muss jetzt auch noch eine Versicherung abschließen. All of your items have been insured. Naja, gut, immerhin. If you're going down that hallway, you might want advanced warning of what's down there. This is your radar. Was war denn das gerade für eine Explosion? The red dots show potentially aggressive entities. Yellow dots indicate peaceful life signatures. You can also access an overlay map with Control M. Press Control M again to turn it off. You can zoom the overlay map using the mouse wheel while holding down the control key. Converse with the soldier. Was ist denn hier los? Freunde der Sonne. Irgendjemand mit einer Bombe habe ich gerade gelesen. You can't go in there. He cut them to pieces. He's crazy. Calm down. I'm sure that everything will be under control soon. Will er nicht? Was ist denn da los? Ja, wenn nix mit der Morsch, gehe ich da trotzdem rein. Obwohl, ich habe keine Waffe, ne? Der gibt mir doch bestimmt eine, oder? Officer, geben Sie mal Ihre Waffe. So, how do I get out of here? The only way through is here, past him. Then I guess I have to go that way. Wait, you'll need a weapon. Yes, thank you. This is against Rex, but look here. Just don't tell anyone. Thank you. Was habe ich bekommen? Also was wie ein Inventar? Hab ich. Survival Knife. Ist das, was du mir gerade gegeben hast? Equip. Sehr schön. Super. Toll. Danke. Mal mit dem Teppichmesser ausgestattet. Naja. The hallway is blocked by debris. Attack it to destroy it. Then proceed to the next room to face your enemy. Ganz schön was drauf, so ein imperiales Brotmesser. In combat,
you can spend your health, mind, or action pools to invoke special attacks. The attack option on the radial menu will be the default attack for hostile creatures. Was ist das von mir? Ein Target ist out of range. Okay, okay, also näher ran. Jo! Congratulations! The pirate has been destroyed. Now you can loot his corpse by clicking and holding your mouse on him until you get the radial menu option to loot. Ich habe ihn schon automatisch gelootet, ne? The pirate has been destroyed. You can loot his corpse. Okay, haben wir. You loot 39 credits from corpse or bandit. You looted the 18 pistol. You have completely looted the corpse of all items. Auch wenn er mir jetzt das natürlich nicht angezeigt hat. Das ist doch ganz gut. Also vielleicht macht das automatisch, das kann natürlich sein. You lack the necessary skills of the user's weapon properly. Damage with this weapon will be greatly reduced. Dann schauen wir uns das doch mal genauer an. D18, Examine. Was brauchen wir denn dafür, um das zu benutzen? Condition ist soweit okay. Serial Number. Es ist wirklich wichtig, dass das für eine Seriennummer hat. Certified No. Tech Speed. Type Energy. Mindest 17 Schaden, 67 maximal. Steht gar nicht, ne? Was für ein Skill man braucht. Steht das denn bei dem Messer? Na gut, gehen wir erstmal weiter. Das wird uns sicherlich noch erklärt werden. Oder auch nicht. Wer weiß das schon. Na, vielleicht soll ich dann auch das Messer wieder ausrüsten, ne, wenn es doch besser ist. Dann meckert er zumindest nicht rum. Hui. Ich liebe automatische Türen. Good show in there. You're quite resourceful. I'd be better with a little training. Comet isn't really my thing. Ah, doch, komm, klar. The Imperial officer has directed you to a skill trainer. Converse with the skill trainer to learn your first skill. If it's scouting you'd like to know about, I'm the one you are looking for. What can I help you with? I'm interested in learning a skill. What skills will I be able to learn next? Here are the skills you can teach you enough if you have gained enough experience. Novice Scout. Okay. You do not have the skill. Description. Basic Scout Training involves learning the fundamentals of exploration. Das hatten wir schon am Anfang vorgelesen. Zumindest das... In etwa monetäre Kosten kostet uns 100 Credits, kostet uns 15 Skill Points. Okay. Will cost you 100 Credits, genau. Novice Scout, would you like to continue? Yes. Processing 100 Credit Payments. You successfully trace the Novice Scout Skill. Sehr schön. Tschüssi. You've picked up your first skill. There are many skills to master in your chosen profession. And there are mission terminals like those to your left are located throughout the world. Whenever you want a quick adventure, you can always take a job from a mission terminal. Sollen wir das mal machen? You can also speak to NPCs and do tasks for them. There's one over there who has something for you to do. Okay, dann reden wir doch lieber mit dem NPC. Den meinst du wohl nicht, sondern den Imperial Officer, will er, ja? What took you so long to get here? Hallo? The shuttle's ready to leave. Take these release documents to the quartermaster and get yourself off my space station. Where's the quartermaster? Move to the next room to deliver your release documents to the quartermaster. Ja gut, aber das wird ja nicht immer so einfach sein, ne? Dass man mir irgendwas in die Hand drückt, was im nächsten Raum zu erreichen ist. Naja, auf der anderen Seite. Wie wir im Imperium sind ein bisschen einfacher gestrickt. Hallo, sind Sie der Quartermeister? Ja, hier, bitteschön. Ah, I see you have the proper documents. I'll just take those from you. Okay, kann ich jetzt gehen. You may use the travel terminal here and be on your way. And don't worry about the cost of transportation. The Empire will picking up the tab on this one. Das ist aber nett vom Imperium. Hallo, Sturmtruppler. Move along, move along.
Move along, move along. Was mit euch? Den kann man nicht reden. Mit denen kann man einfach nicht reden. Ja gut, dann runter, ne? Und dann sind wir dann im Spiel. Wo können wir denn hin? Oh! Unsere Starting Location können wir auswählen. The Empire? Ne, ich will aber nicht zum Imperium gehören. Was haben wir hier? Freelance Pilots. These are the best starting locations for players who wish to become a freelance pilot. Choosing one of these starting locations will automatically make you a freelance pilot. But you will be provided with path to the nearest pilot trainer. Okay, das ist irgendwas mit dem... Ich kann mir jetzt einen Planeten aussuchen. Nabu. Tatooine. Was passiert denn, wenn ich die Rebellenallianz auswähle? These are the best starting locations for players who wish to become Rebel Alliance pilots. Choosing one of these starting locations will automatically enlist you in the Rebel Alliance, but you will be provided with a path to the nearest recruiter. Okay, das sind dann auch verschiedene Starting Locations hier unten. Ah, okay. Rebel Alliance Pilot. Was kann ich hier werden? For players to join the Havoc Squadron as Rebel Alliance Pilots. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ja, komm, hier, das klingt doch ganz gut. Machen wir das einfach mal. Okay, you have entered Mos Espa. Sehr schön, und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ist ja auch klein hier, hier ist ja gar nichts. Wow, was zum Geier, wo soll ich als nächstes hin? Wieso? Ich bin vollkommen überfordert. Wie kann ich da nochmal reinzoomen? Das hat sie mir erzählt, genau. Wir müssen doch diesen... Ich habe keine Ahnung. Den wir finden müssen. Naja, schauen wir uns mal hier um. Hallo! Wer seid ihr so? Explorer Mission Terminal. Artisan Mission Terminal. Explorer. Schauen wir uns das mal an. List of Missions. This is a mission browser. You can view and accept missions here. This table lists the current mission available for the selected category. Click on the above tabs to change the category. Recon, also Aufklärung, oder? Ja, ist doch gut jetzt. Ja. Zu mir. A Friend's Credentials. Payment 273 und muss 1116 Meter nach Südosten. Reconnaissance Targets. Reward 273. I am meeting a, well, let's say a friend, but I don't quite trust. That is, I want you to check out the area before I go there. Okay with you? Okay, are you sure you want to accept this vision? Yes, natürlich. Okay, 1116 Meter nach Südosten. Also irgendwo in die Richtung, oder? Naja, das passt schon. Wir folgen einfach mal dem orangenen Pfeil. Oder den blauen Pfeil. Oh, der blaue Pfeil ist immer da, ne? Der orangene halt nicht. Ja, gut. Gucken wir mal. 1161 Meter, das kann ja nicht so weit sein. Dann sind wir ja im Nu da. Houtini! Ach, das wird schon irgendwo seine Richtigkeit haben, dass ich hier entlang laufe. Hallo. Businessman. Interessant, was man hier alles für einen Menschen trifft. Kann ich irgendwie schneller rennen? Nee, ich kann nur langsamer gehen. Wir können ja jede Reise so zurücklegen. Schauen wir mal. Ob es hier auch die Kantina gibt? Das wäre ja super.
Hallo, wir sind die Cantina-Band. Was macht denn dieses Sign? Read Sign. Sign. The Star Wars Galaxies. Sign. Sign. Ariel. Hallo, Ariel. Ah! Lass mich in Ruhe. Tut mir nichts, oder? Ja, wahrscheinlich wirklich. Nie an die Wäsche zu wollen. You have left Mos Espa. Ja, ja, super. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Wo muss ich hinlatschen? Das Sign ist jetzt, man sieht es oben, 108 Meter entfernt. Ich würde aber gerne... Das ist das Problem, dass ich hier eine dumme Maus nicht bewegen kann. Vielleicht, wenn ich reinzoome. Ich würde hier gerne unten auf Quests gehen. Gucken wir nochmal Inventory. Mach das bitte mal zu hier. Da müssen wir hin. Das ist doch schon mal gut. Ja, wir sind tatsächlich auf der richtigen, in die richtige Richtung. Ja, das ist auch wieder ein typisches Online-Spiel, wo man tausende, Millionen, Milliarden Sachen lernen muss. Und dass ich hier die Maus nicht... Ich kann nur die Maus in diesen Kreis bewegen. Hier. Da, das ist das grüne Zeichen, das, was ihr da seht. Das Fadenkreuz. Anders kann ich es nicht bewegen. Ich weiß nicht, wieso. Ihr habt mir bestimmt gesagt, wie ich das mache, oder? Ich habe mal wieder nicht zugehört. Schon gut, hier. Nichts kaputt machen. Ja, ist wie gesagt so ein Online-Spiel, wo man auch wieder unheimlich lange braucht, um sich einzuarbeiten. Wo man sicherlich unheimlich viel rausholen kann, gar nicht die Frage. Und ich glaube, die Mission, die ich jetzt gerade hier mache, die ist auch nicht dafür gedacht. F1, F2, F3. Sich mal hinsetzen. Belegen. F5. Mal F1 und dann F5 bitte. Run as hard as you can. Ah, verbrauche ich aber hier auch wieder. Oh ja. Ausdauer, oder? Verbrauche ich ja keine Ausdauer. Sieht gar nicht so aus. Aha. Ist das hier die Gegend, die ich erkunden sollte? Slow down. Ja, meinetwegen. Vielleicht, weil ich jetzt in eine neue Gegend komme. Komm, hier bitte nicht das Bein brechen, sich in der Wüste. Das ist nicht so gut. Eine Training Station ist das. Okay. Ich gucke nochmal auf die Karte, ob sich da irgendwas getan hat. Na, da sind sie aber wieder in diese... dieser Gegend hier. Ist das jetzt echt die einzige Möglichkeit, ins Inventory reinzugehen und dann hier reinzukommen? Character Sheet. Aha, V. V wie... Karte. Karte. Ich habe keine Ahnung. Können wir mal wieder rennen? Ja, too tired to burst run. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt Musik auf einmal kommt, was ich angestellt habe. Aber wir sind ja nicht mehr so weit weg. Das ist vielleicht auch nicht die spannendste Aufgabe, die ich zum Anfang ausgesucht habe. Aber ich muss nochmal ins Handbuch reingucken. Gott sei Dank, ich habe das Originalspiel ja noch. Hab's ja nie weggeschmissen, obwohl ich es letztens in der Hand hatte und habe überlegt, ja gut, die Server sind seit Jahren tot, da passiert eh nichts mehr. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. So ein... eine leuchtende Säule kann nur was Gutes bedeuten. Stay at the target to do a full inspection. Wie lange? Stay at the target to do a full inspection. Okay. Boah, sieht eigentlich ganz gut aus hier, ne? Wie lange? Hat mir das... steht das irgendwo?
wie lange ich hier bleiben muss. Mission complete. Your reward of 237 has been placed in your bank account. Ja, geilomat. Was ist das? Ein Wandering Kitonak? So macht man Kohle. Ratzfatz. Gut, jetzt muss ich wieder 2 Stunden zurücklaufen. Ja, aber mein Gott. Und den Meister, den wir suchen sollten, diesen Dahl-Dingens, schlag mich tot, den haben wir auch noch nicht gefunden. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen Einarbeitungszeit. Liebe Zuschauer, Star Wars Galaxies mit dem SWG-EMU. Alles kostenfrei erhältlich, außer natürlich Star Wars Galaxies, aber das gibt es auch schon für die kleine Mark bei eBay, wenn man das Spiel haben möchte. Und die Installation ist relativ einfach, da gibt es eine gute Anleitung auf deren Seite. Das geht relativ süß, hat mich jetzt 20 Minuten habe ich gebraucht und ich habe da auch nicht wirklich Probleme gehabt. Den Original-Client kann man nach wie vor installieren, gar keine Probleme. Dann zieht man halt diesen SWG-EMO rüber. Wie gesagt, einfach der Anleitung folgen, die dort ist, und dann starten. Keinerlei technische Probleme. Wie gesagt, beim ersten Mal hatte ich ein Problem, mich einzuloggen, was vielleicht daran lag, dass ich auf deren Webseite noch nicht eingeloggt war. Habe mich dann auf deren Webseite eingeloggt und habe mich dann im Spiel eingeloggt. Und dann habt ihr ja gesehen, geht's. Und auch hier technisch ist es kein Problem. Läuft alles unter Windows 7. Ja, natürlich ist es nicht mehr wirklich schön, aber es hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Und Online-Rollenspiele oder Online-Spiele, ja, häufig nicht so die Schönheiten. Aber wenn man wieder Bock hat auf Star Wars Galaxies, auf diese riesige Sandbox-Welt, ihr seht ja schon, was hier alles zu tun ist, ja, von so spannenden Aufträgen, die wir gerade erledigt haben, bis hin zu, weiß ich nicht, vielleicht kann man sogar Darth Vader treffen, ja, möglich, man weiß es nicht. Also, vieles ist möglich in Star Wars Galaxies. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein.